Willkommen zurück zu Super Duper Mario, Super Schmuper Okidoki Doki Doki Panic Mario. Wir sind in einem Sumpf. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. So, Mario kann hier drin schwimmen. Das ist eine coole Sache. So, Fische. Ich nehme das Geld von euch. Das ganze Spiel ist ein einziges Geldsammelfiasko. Eigentlich hätte man auch Wario hier die Hauptrolle spielen lassen können. Aber ich habe ja schon gesagt, ich finde dieses Konzept von diesem Geldsammeln an sich eigentlich sogar ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob wenn ich so ein Spiel designt hätte, ob ich nicht doch lieber erstmal natürlich weniger Münzen verlangt hätte, weil ich glaube, das ist schon ein bisschen viel, aber dafür im Gegenzug gemacht hätte, dass man nicht Münzen bekommt vom Gegner erschießen. In den meisten anderen Mario-Spielen ist das ja so, dass Mario einen Gegner erschießen, dann ist er tot. Da gibt es keine Münze, die davon gedroppt wird. Und es gibt ja auch ein Patch dafür. Viele Hacks, viele Super Mario World Hacks haben das ja auch aktiviert, dass da keine Münze dann dadurch kommt. So, jetzt muss ich noch aufpassen. Es geht ja nur für dieses bisschen Geld, aber wir machen's. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Cool. Sonst noch was? Ja, hier ist noch mehr Geld. Na komm, dann schnappe ich mir das mal. Brauchen ja schließlich immerhin 300 Münzen. Warte, was haben wir offen? 300 Münzen schon mal für den Schlüssel, für das eine Secret Exit in der anderen Welt, die wir jetzt noch nicht gemacht haben. Und, war das 5? Ne, 700 Münzen? Ich hab's vergessen. Für dieses, System da, was womit man Bosse nochmal neu battlen kann, von Captain Syrup. Wie gesagt, das hat eigentlich keine Priorität so wirklich, weil es ist jetzt nichts, was wir benutzen würden, dieses System. Dieses, du kannst halt in ein Schloss nochmal rein und dann kannst du nochmal da gegen den Boss kämpfen. So, wow, werden wir eh nie machen. Es ist eigentlich nur was, was man vielleicht für die Vollständigkeit und die 100% in einem Spiel kaufen würde. Wobei, ich glaube auch nicht, dass irgendwie das Spiel so ein 100% Track-System hat, was sagt, okay, keine Ahnung, du hast alle Items gekauft. Oder wer weiß, vielleicht gibt es ja eine Bonus-Münze, nicht Münzen, sondern diese Sammelkarten für du hast alles gekauft, was man kaufen kann. Also jetzt an einmaligen Items. Schlüssel kann ich ja theoretisch so oft kaufen, wie ich möchte. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich denke zwar nicht, aber man kann ja nie wissen, was die Sex so mit sich bringt. Shit, das wäre mein P-Switch gewesen. Jetzt gibt es nichts mehr für mich, jetzt kann ich da nicht hoch. Ich hoffe einfach mal, ich habe jetzt nur einen coolen Bonus verpasst. Tja, wisst ihr was? Ich verzichte jetzt auf den One-Up, aber dafür habe ich rund 10 Münzen eingesammelt. Also, wer lacht zuletzt? Wer lacht zuletzt? Okay, dieser funky Yoshis Island-Musik. Okay, hier bleibt das Autoscroll eh stehen. Also, ich hatte unendlich viel Zeit, da hochzukommen. Okay, dann haben wir wieder eins mit einem Secret-Exit, aber keins, wo wir einen Schlüssel brauchen. Augen offen halten und rein da. So, ist das Crash Bandicoot Musik? Ich glaube schon, Crash Bandicoot. Ui, ja toll, jetzt werde ich getroffen, nachdem ich diesen Pilz eingesammelt habe, den ich nicht gebraucht habe. Jetzt kann ich ihn sehr wohl gebrauchen. Okay, ich glaube, das Level ist nicht ohne. Ich glaube, ich kann mich so grob an dieses Level erinnern, aber eigentlich nur eher von der Aufmache, als jetzt wirklich das Leveldesign selbst. Aber ja, ich weiß, es hat dieses Level schon mal irgendwie gegeben und irgendwann in meinem Leben gab es mal einen Zeitpunkt, wo ich schon mal das hier gespielt habe. Vielleicht sogar in diesem Livestream oder in den zwei Livestreams, die ich damals gemacht habe. So, was sind das hier für spartanische Koopas? Oh, die müssen aufpassen. Diese Dinos lassen sich nicht von den Koopa-Schätzchen hier beeindrucken. So, habt ihr schon Secret Exit entdeckt? Ich jedenfalls noch nicht. Oh, Lucky Lester aus Paper Mario. Ui. Okay, weg mit dir. Oh, wie der einfach gar nichts drauf gibt. Es ist, glaube ich, sogar der originale Sprite von ihm, oder? Yo, Mario! Okay, ich bin ja so ein bisschen am Besichtigen. Diese Ruinen noch am Besichtigen. Bring mir zwei Cloud Pieces und ich mache dir deine eigene Wolke. Okay, und damit werde ich wahrscheinlich da runter können. Okay, zwei Wolkenstücke. Klammern bringe ich dir. Irgendwo her. Okay, und das wird vermutlich mit Secret Exit zu tun haben. Ich meine, ich habe nochmal außerhalb der Aufnahme nochmal nachgeguckt, was dieses erste Level mit dem
Wie ist das? Das erste Level da in der Eiswelt mit es mich sich auf sich hatte. Oh Gott, es tut mir leid, das kann man nicht ja kaum anhören, weil ich hier vor mir stammle. Also, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe versucht, einen Satz zu bilden. Nee, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe nachgeguckt, was es auf sich hatte mit diesem ersten Level in der Eiswelt, wo wir 4 Stöcke besorgen mussten für diesen Pinguin. Das habe ich auch einfach mal offscreen nochmal getestet und nochmal gespielt. Jetzt ohne, ne, dass ich jetzt meinen Spielstand da irgendwie, wie gesagt, ich habe das so einfach brav gerewindet, also das nicht beeinflusst. Einfach mal geguckt, was ist. Und ja, man kriegt am Ende einen coolen Stern als Inventar. Ist ganz nett, braucht man aber nicht. Also würde ich sagen, muss man das auch nicht wirklich nochmal wiederholen oder so. Ich habe auch mal versucht, online zu recherchieren, ob es irgendwie so eine Checkliste gibt für die 100% oder was, welche Sidequest in welchem Level versteckt ist. Könnt ihr vergessen, sowas existiert gar nicht. Ich habe irgendwie so gedacht, okay, dieser Hack ist so alt und so beliebt und so berühmt. Irgendjemand wird doch mal bestimmt irgendwas online gepostet haben dazu. Nö, gibt es nicht. Das heißt, wir müssen selber irgendwie darauf Acht geben. Okay, wir könnten noch theoretisch mit der... Nee, warte mal. Nicht mit der Wolke darunter, sondern mit dem P-Ballon. Ich hoffe jetzt nur, ich sterbe hier nicht. Gucken wir mal. Schnell weiter, bevor das Ding leer geht. Haben wir es hier? Ah, perfekt. Her damit. Okay. Genau. Also, nee, gibt es gar nicht sowas. Wie gesagt, das gibt mir noch weniger die Zusage für euch, dass ich garantieren kann, dass ich auch brav alle Baseballkarten, wie nennt man das, alle Sammelkarten sammeln kann. Vielleicht wird es am Ende doch eine oder zwei geben, die ich übersehe, oder 10, keine Ahnung. Einfach weil ich es nicht besser weiß dann, ne? Was man wo finden kann vielleicht. Aber ich gebe mein Bestes. Okay? So. Hey, sweet man! Okay, ich mix diese zwei Teile zusammen und mach dir deine eigene Wolke. Gib mir nur eine Sekunde. Okay, Kumpel. Cool, danke. Du hast auch alle Gegner neu spawnen lassen. Ja, vielen Dank dafür. Und dann war das Secret Exit. Also, interessiert es uns gar nicht. Cool. Das führt uns runter. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ja, okay. Erstmal das Level nochmal. Ich brauche doch schon einen Schlüssel für das andere Level. Oh yeah. Tja, ganz schön gemein. Das heißt, jetzt brauche ich allein schon insgesamt 600 Münzen. Also 2x 300 für Schlüssel. Jetzt schon. Seht ihr, wie kommt man denn finanziell hier hinterher in diesem Spiel? Überhaupt nicht, sage ich euch. So, hier, ich schieß alle. Jetzt noch mehr denn je von jedem Gegner seine scheiß Münze einsammeln, wo man nur kann. Ist ja unglaublich. Dieses Spiel will immer nur Geld von einem haben. Okay. Zack, zack. Das sind nochmal 2. Du. Okay, schade. Ich hab's irgendwie verkackt. Ja, okay. Naja, gut, ich muss jetzt nicht jeden Gegner, ihr wisst schon, aber wo man halt kann, ne? Nehme ich das mal mit. Jetzt habe ich mit einem Schuss beide Gegner gekillt, aber sie haben mir nur eine Münze gedroppt. Was soll denn das? So, dafür habe ich hier einmal 3. Du bist eine. Das ist der Checkpoint. Ich gehe jetzt mal nicht da hoch, weil ich jetzt keine Lust habe. Das ist doch mal ein Argument, oder? Ich meine, da ist ja auch nichts für uns. So, ich versuche hier auch brav und langsam und vorsichtig zu spielen. Und wie gesagt, je mehr ich es schaffe, meine Vollblume zu behalten, desto mehr Gegner kann ich erschießen, desto mehr Geld kann ich generieren. Also im Klartext, in diesem Spiel heißt Feuerblume gleich Geld. So, jetzt dauert das nur leider, bis das ein bisschen deaktiviert wird. Komm schon. Ich lande aber auf Boden. Ne? Es wäre jetzt arschig, wenn da kein Boden unter mir wäre. Aber das hätte ich mir auch wirklich nicht vorstellen können. Wir haben ja schon das Ziel gesehen. Jetzt muss ich noch irgendwie da hinkommen. So. Kletter mal rum. Es gibt keinen Klettern-Soundeffekt in diesem Spiel. Mario Bros. 2 gibt es einen Klettern-Soundeffekt, aber hier nicht. Hui. Okay. Das war ein Level. Ja, dann gehe ich mal einen Schlüssel kaufen. Was soll ich sagen eigentlich? Wollte ich das hier für diese andere Welt, die wir jetzt noch nicht gemacht haben, schon mal machen. Aber ja, jetzt brauchen wir hier schon einen. Also, let's go. Wir gehen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Also es kann auch sein, dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir vielleicht auch ein bisschen Geld grinden müssen. Das heißt, dass wir keine neuen Level zu spielen haben. Aber dafür, naja, irgendwelche Level wiederholen müssten oder sowas, wo wir Geld grinden müssen. Was man auch bedenken kann bei diesem You vs. Boo Spiel, also es gibt ja in diesem Level, wo wir gerade sind, 3 Level, wo man gegen Boohoo ein Rennen macht und das ist mit Wetteinsätzen. Das müssen wir uns auch mal angucken. Das heißt, wir setzen Geld
Wir können uns, glaube ich, aber nicht die Summe aussuchen. Keine Ahnung mehr, wie das war. Man setzt Geld und man kann es entweder gewinnen oder verlieren. So, Level mit teurem Secret Exit. Okay, die Musik ist richtig. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal rausfinden, wo ich das Ding brauche. Ja, ich kriege leider kein Geld von euch. Okay, aber diese komischen Spinnen werde ich natürlich mit Freude töten hier. Okay, wo brauchen wir den Schlüssel? Ich meine, ist ja klar, dass es nicht ganz am Levelanfang einfach einen ins Gesicht gehauen wird. Moment, ich will jetzt auch nur aufpassen, dass ich jetzt keinen Schaden nehme irgendwie. Guck mal, da unten ist doch schon mal irgendwas. Lass uns vorsichtig gucken. Oh, das war schon. Okay, ich hatte Unrecht. Es wird uns direkt am, quasi fast am Anfang ins Gesicht gehauen, das Secret Exit. Okay, $300 gut investiert, bringen uns in ein Level namens Hammerbro. Aber um die Spannung aufrechtzuerhalten, machen wir es gleich erst. Jetzt machen wir erstmal das ganze Level nochmal von vorne. Ha, hab sogar eine Münze bekommen. Was sagt ihr dazu? So, dann ihr hier. Kommt schnell wieder auf unsere 300 zurück. Für den nächsten Schlüssel, würde ich mal sagen. Und wer weiß, ob wir nicht noch in irgendein Bonushaus kommen, wo man ohnehin auch nochmal für irgendein super-duper-Item auch nochmal Geld ausgeben muss. Das halte ich gar nicht mal für so unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es schon gewesen ist damit. Das heißt, suchen wir mal fleißig weiter. Secret Exit haben wir ja schon. Oh, jetzt habe ich die Münze nicht. Aber hier sind ja noch mehr Münzen. Moment. Ich habe den Eindruck, da wird ein One-Up dran sein. Und ich habe recht. Okay, so auswendig kenne ich das Spiel jetzt nicht, okay? Aber manche Sachen kann man hier ein bisschen erschließen, so dass das schon so ein bisschen so aufgebaut ist. Ja, Leben nehme ich gerne an. Ich habe schon mehrmals drüber geredet. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich in diesem Spiel zu haben. So, bis jetzt haben wir noch... Ist nicht auf ein Game Over gebracht. Also sehr gut. So, ich muss jetzt nur vorsichtig sein hier, ne? Man darf ja nicht vergessen, wie schwer dieses Spiel ist. Ich lasse es vielleicht nur leicht aussehen. Haha. Aber so leicht ist das gar nicht. So, Checkpoint runter. Dann... Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite gelandet. Moment. Lass mal einen rauskommen, den grünen Stachelkäfer. Ohne Stachel, das ist ein einfach normaler Käfer. Ich vergesse mal, aus welchem Spiel dieses Lied hier ist. Was ist das? Na toll. Für ein fucking Hammer da oben. Bin ich jetzt sterben gegangen. Also fantastisch. Es hat sich nicht mal gelohnt. Ja, dann lass uns gehen. Ich meine, wir sind ja kurz nach dem Checkpoint gestorben. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Ist ein bisschen ärgerlich, ja. Auch die Feuerblume ist jetzt erstmal weg. Aber das ist ein Billo-Hammer da oben gewesen. Dafür hätte ich dieses Risiko nicht eingehen brauchen. Das weiß man ja auch vorher nicht. Guck mal, ich habe versucht, so einen richtigen so zu machen. Das Traurige ist, sogar jetzt ist mir gelungen. So, und da kann ich hier, wow, die alle kaputt hauen. So, hätte ich eh nicht machen wollen. Ich hätte die eh lieber mit meiner Vollblume erschießen können, damit ich Geld von denen bekomme. Oh, okay, das nehmen wir mit. Also, es hat sich definitiv nicht gelohnt. Aber wisst ihr, was ich gut finde? Dass, wenn mein Hammer abläuft, dass er auch so einen Soundeffekt macht, wie ein ablaufender P-Switch. Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Eigentlich kann ich nicht sprechen, okay? Nein, aber dieses Soundeffekt, ich kann es nicht nachmachen, okay? Diesen Soundeffekt. Ich glaube, ein Stern macht auch den Soundeffekt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Eigentlich müsste ich das wissen, wenn er abläuft. Ja, aber okay. Bevor Mario fliegen geht, gehen wir in das Hammerbro-Level. Das ist ein Challenge-Level. Ah, ich stehe ja vor einem Stein. Ich denke... Oh, die Musik ist ein bisschen kaputt. Ah, wir haben die Gumbario-Karte dafür bekommen. Cool. Dafür war es da. Was wäre, wenn ich das Level jetzt nochmal spiele? Es geht gar nicht. Ich kann da gar nicht nochmal rein. Tja. Okay, wir haben eine Karte bekommen. Sehr schön. Und jetzt geht Mario fliegen. Hey, Lucky Lester ist es wieder. Cool, dass wir ihn nochmal sehen. Mario, wenn du zu dem großen Vulkan willst, zu dem Wicked-Vulkan, musst du den Helikopter nehmen, um dahin zu kommen. Pass auf, Kumpel. Okay. Ein Fluglevel. Es ist Sonic-Musik. Also es ist ähnlich. Also eigentlich, lasst euch davon nicht irritieren, eigentlich ist das fast wie das U-Boot fahren.
Ich meine, das Ding steuert sich fast gleich. Es kann eigentlich ähnlich viel. Es ist nur grafisch anders und die Gegner natürlich sind anders. Aber eigentlich hat das sehr viel gemein mit U-Boot fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es im echten Leben ist. Ob wir jetzt ein U-Boot fahren oder ein Flugzeug. Aber ich glaube, so viel Gemeinsamkeiten hat es dann doch wieder nicht. So, das heißt, wir haben einen lustigen Flugzeug-Autoscroller. Ich mag's. Ich mag die Abwechslung dahinter. So, ich bleib hier unten. Ich gehe jetzt nicht das Risiko ein, dass mich da von einem Bullebild treffen. Ich hab nichts von dem Pelz, wenn ich ihn kriegen würde. Das macht gar keinen Unterschied, wenn ich nicht kleiner Mario bin. Das heißt, immer vorsichtig sein. Ich versuche hier... Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, ich darf mich schon einmal treffen lassen, bevor ich sterbe. Also so, ne, ich werde dann halt kleiner Mario. Oh, guck mal, da sind diese Kirby-Viecher. Oh Mann, als ob das... Guck mal, ich bin gerade noch so hochgegangen, da ich mir dachte, nee, das zählt jetzt nicht als Treffer, weil ich es noch gerettet habe. Nö, das Spiel sagt, du hast jetzt Pech gehabt. Jetzt kann ich einen Pilz gebrauchen. Ah, her damit. Okay, langsam, langsam, bevor da irgendwas auf dem rechten... der rechten Bildhälfte noch kommt. Nee, aber okay, alles gut. Ich hätte auch gerne einen Checkpoint gehabt. Naja, das sind auf jeden Fall diese Stachelviecher aus Kirby. Also aus Kirby's Dream Land und aus Super Mario Land 2. Ja, das Ding kam tatsächlich in mehreren Nintendo-Universen vor. Okay, komm schon. Ja, das Risiko, glaube ich, können wir eingehen. Ich habe ja eh viel Zeit, dadurch, dass es hier ein Autoscroller ist. Habe ich eh nichts Besseres zu tun gefühlt. So, ich versuche auf jeden Fall den hier kaputt zu machen. Wir können immer nur drei Kanonen hier gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Das heißt, wenn ich meine drei abgefeuert habe, dann ist erstmal Ende hier. So, schön fernhalten von allem. Von allen Risiken. Leider kann ich den Pilz nicht auf Reserve mitnehmen. Dann gehen wir hier runter. Nochmal drei Geld für mich. Habe ich gewonnen? Habe ich eventuell gewonnen? Ja, sieht nach, du hast gewonnen aus. Und da kommt die Lava. Das ist, glaube ich, schon so angeteasert. Dieser Vulkan, was das Finale von dieser Welt ist. Ja, das ist ein Weg zum Vulkan. Wir fliegen hin. Und der andere Weg ist, dass wir da lang gehen und dann noch ein paar Level für uns haben. In einer Höhle. Vermutlich mit viel Feuer. Oder ist es wegen den Kerlen so feurig heiß? Weiß nicht, ob er... Ui, oh scheiße, Feuerbrüder. Und du? Okay, also alle Gegner hier, die böse Feuerattacken können, ich verstehe. Das ist das, sogar du. Frechdachs, weg mit dir. Okay, gib mir all das Geld. Ja, ich sehe dich schon da hinten. So, ich versuch's auf mich zu snipen. Oh, haben wir da ein Geheimnis? Ja. Oh, wir kommen in einen Bonus-Zwischenraum. Mit Gegner. Kriegen ein Leben. Cool. Okay, finde ich gut. Und dann kommen wir oben. Ne, wir kommen trotzdem unten an. Kann ich jetzt unendlich oft hier... Ich kann doch jetzt nicht unendlich oft hier Leben farmen, oder? Lass mich das mal abchecken hier. Ich... Okay. Ich glaube, ich habe ein Level gefunden, in dem ich zur Not Leben grinden kann. Guckt euch das mal an. Ich meine... Ihr wisst ja, ne, wie knapp das Spiel hier mit Leben ist. Aber wir haben, glaube ich, echt eine gute Stelle gefunden. Komm hier rein mit einer Vollblume und schon gibt es hier so viele One-Ups, wie man möchte. Oh, oh, das war ja fies. Kann ich Stern haben hin oder her, aber wenn ich da einmal da unten lande, dann ist Pech. So, jetzt lass mich mal schnell da über die Mannschaft laufen. Okay, kein Mehrwert. So, jetzt sind wir hier oben. Ah, macht mich jetzt nicht hier platt. Okay. Gut. Nee, wirklich. Also es wundert mich. Ich glaube, da haben wir echt einen Exploit gefunden, womit wir uns lebenmäßig gut bedienen können. Ich muss mir das nur einfach merken. Du nicht. Hallo, wieso kann ich dich nicht erschießen? Ich meine, zugegeben, ich finde das logisch, die nicht erschießen zu können, weil es sind irgendwie Feuer-Metallköpfe. Aber... In den anderen Mario-Spielen kann ich ihn auch erschießen. Naja, dann hauen wir stattdessen ab. Finde ich auch gut. Ich bin jetzt hier oben lang gegangen. Ich weiß nicht, was da unten auf der anderen Seite noch war. Vielleicht war da ein bisschen extra Money. Ich habe keine Ahnung. Weg mit dir, weg mit... Na, versuch's gar nicht erst mit mir. Okay, ich weiß nicht. Ich hoffe, da war jetzt keine Sidequest oder sowas. Das wäre ein bisschen blöd, dann hätte ich es jetzt verpasst. Hier haben wir noch ein Level mit einem Secret Exit. Bite the Bullet.